So, Xio hier zurück mit Kingdom Hearts 3. Im letzten Part haben wir Toybox abgeschlossen. Dort wurde Xehanort heftigst von Woody geroastet und dann haben wir noch da einen herzlosen Boss verprügelt. Und jetzt in diesem Part machen wir uns mal auf in die nächste Welt, nämlich in das Königreich Corona. Und da werdet ihr jetzt auch gleich sehen, ich habe nämlich jetzt unseren Gummijet fertig gebaut. So schaut er aus. Der Minijet ist jetzt vom Highwind noch, also jetzt hier nicht unbedingt spezieller Minijet, deswegen nicht wundern. Wir haben jetzt auch noch eine Spezialwaffe verfügbar. Die können wir uns hier auswählen, hier zum Beispiel den Zwillingsschuss. Die ist immer nach einer gewissen Zeit einsatzbereit, diese Spezialwaffe. Und ja, damit können wir zum Beispiel richtig fett Schaden rausbasten. Genau. Ich habe mir Mühe gegeben, einen coolen Gummijet aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt gelungen ist, aber naja, gut. Ja, starten wir einfach mal rein. Und wir starten aus irgendeinem Grund von Twilight Town aus, aber meinetwegen, habe ich auch kein Problem mit. Ich muss so schön ein bisschen so die Gitarren fett mit dem Hintergrund rein, weil das klingt zumindest so ein bisschen gitarrenmäßig. Hatte ich so das Gefühl? So, Blast Off. Wo müssen wir hin? Da drüben, alles klar. Gott, schon wieder ein bisschen her. Aber das schaut doch eigentlich ganz schnittig aus, ne? Unser Gummijet. Gleich mal ein bisschen Moneten einsammeln. Und gleich mal hier. Wir können ja, jetzt wo wir mal wieder so ein bisschen hier einen Gummijet-Part haben, können wir auch mal wieder gegen ein paar Gegner kämpfen. Vor allem jetzt auch mit neuem Equip. Na, kommt hier auch noch was? Hallo? Na, die schießen mit Feuerwerkskörpern auf uns. Das ist mal was Neues. Und gleich mal heftigst Schaden bekommen. Ich muss mich aber gerade sehr auf meine Laser verlassen. Weil unser Feuer ist sehr fokussiert, muss ich sagen. Also muss ich wirklich so voll drüber ziehen, um hier wirklich was zu treffen. Halt nicht so, wie es teilweise anders ist, dass man dann irgendwie so ein bisschen mit den Schüssen so ein bisschen verstreut alles. Aber nein, da muss ich schon wirklich direkt über die Gegner drüber, um wirklich was zu treffen. Muss ich bitte. Okay, nee, ist nur grob um. Ich muss warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Jawohl, ist einmal A erreicht. Na dann packt das doch. Das habe ich nicht ganz aufgepasst. Ich hätte gleich mal die Dreiecksfähigkeit zeigen können. Hier, jetzt haben wir die Zwillingskanonen neben uns schweben. Die ballern jetzt auch noch schön mit drauf. Genau, die kann ich nämlich immer mit Dreieck auslösen. Seht ihr, rechts Waffe, wenn sie bereit ist. Können wir die einfach so einsetzen. Jawohl. Kriegen wir irgendwas Cooles noch? Ja, ich glaube, wird uns nicht angezeigt. So. Ich vergesse immer, wie ich losfliege. So, folgen wir einfach mal. Der Spur hier. Also richtig manövrierfähig ist das Teil nicht. So, und hier, da haben wir genau die Zwillingskanonen. Da können wir jetzt einfach schön hier alles wegbasten. So, und gleich dann auch noch ein bisschen Gummisteine sammeln. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Also ich habe versucht, so mit den Mitteln, die wir gerade so haben, was möglichst Gutes zu bauen. Ich denke, das ist okay. Nicht das, nicht unbedingt das super tollste Gummischiff wahrscheinlich. Aber das taucht schon, das ist schon okay. So, hier in den Tunnel noch rein und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast in Corona. Ja, ich sehe schon die Welt unten schon. Aber das reicht nicht ganz fürs Level-Up, ne? Nee, da fehlt noch ein bisschen was. Aber ich finde es krass, dass hier auch so fette Bäume und Pflanzen sind. Das schaut voll cool aus. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Ob es hier noch irgendwas zu entdecken gibt? Stalagniten und Stalaktiten. Was gehört da dazu? Vielleicht irgendwie ein Sternbild oder sowas? Na gut, dann egal. Geh mal hin. Wo haben wir das schon mal gesehen? Ich habe, glaube ich, noch nie einen schöneren Ort gesehen. In meinem ganzen Leben nicht. Hashtag Himmel, Hashtag Meer, Hashtag wohin Herzen gehen. Mhm. Ja, das war der Ort vom Anfang. Mal schön auf Twitter gepostet. Also, ich habe es ja schon mal gesagt am Anfang des Let's Plays. Also, diese Idee mit den Twitter-Posts, die finde ich sehr cool. Da haben sie sich was Schönes ausgedacht. Passt, finde ich, ins ganze Setting gut rein. Und dann merkt man mal wieder, dass Kingdom Hearts einfach auch schon jetzt in heute angekommen ist. Why can't I go outside? The outside world is a dangerous place. You must stay here where you're safe. Do you understand, Flower?
Those lights appear every year on my birthday. Only on my birthday. And I can't help but feel like they're meant for me. I need to see them. And not just from my window. In person. I have to know what they are. It sure is a pretty day. Yeah, the weather is great. It'd be perfect for a picnic. Why do you think we came here? Got me, Donald. We'll figure it out as we go. Okay. I'm sure we were brought to this world for some good reason. But can't we sweat it later? Fine with me, as long as there's no harvest. Make way! Make way! Make way! Oh. Huh? Heartless! You see? Soon as you mention them, they show up. There goes our picnic. I didn't do it. It's okay. Let's send these guys packing. Say, since you three seem to know what you're doing, mind if I leave this one to you? Yep. We'll take care of them. Go on, skedaddle. You have my thanks. Whew. The horse was enough. Don't need any monsters on my trail. What was enough? Oh, nothing. Nothing. Name's Flynn, Flynn Rider. Oh, watch out. They look mad. Out of here! Na ja, Flynn, ne? Skidade. Wird das Schlauste sein, na dann. Basteln sie gleich weg und dann genießt schon mal auch vor allem die Musik hier in der Welt. Das ist also... Ich muss es gleich an dieser Stelle mal sagen. Ich glaube, Corona ist mit Abstand die beste Disney-Welt, die es je in ein Kingdom Hearts gegeben hat. Also, es gab schon immer gute... Aber ich glaube, es kommt wirklich keine Welt an Corona dann. Also die ist schon wirklich, puh. Da haben sie sich schon echt, da haben sie schon auf die Kacke gehauen. Hier bei Square Enix und Disney. Mal schön alle hier schocken. Ich fand's schön, dass hier so oder vor allem auch hier Skidade mitgesagt hat. Skidade, Skidude. Das ist mir ja erst in Kingdom Hearts 2 aufgefallen, dass... Das Goofy das an einer Stelle mal zu Zora sagt, dann anscheinend hat Zora das hier übernommen. Aber ich weiß nicht, wie gängig das Wort Skidadel im Englischen ist. So, und weg mit dem. Und hier überall mal ein bisschen Blitz drauf und ein bisschen Wasser. Überall ein bisschen was ins Gesicht. Aua. Seid ihr denn des Wahnsinns? Reicht das vielleicht auch mal für Waska oder so? Obwohl, vielleicht kommen nach der Gegnerwelle kommen dann gar keine mehr. Wetten? Ja, dachte ich mir doch. Und da Aero haben wir gelernt. Schön. Huh? Where'd Flynn go? He's gegangen. I think I saw him go that way. Huh?
But that away is just a dead end. Yeah, that's puzzling. Well, did he? I say we investigate. Na schön. Where are you? Flynn? Vor allem, wir kennen ihn ja noch nicht mal und gleich mal die erstbesten Person hinterher, denn da musst du da echt froh sein, dass das bisher immer gut gegangen ist, weil das kann auch, wie man es am Beispiel von anderen Charakteren schon gesehen hat, das kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man der erstbesten Person in der Welt traut. Und ich meine, naja gut, Flynn am Anfang ist ja auch nicht unbedingt, nicht immer der, es ist nicht unbedingt der beste Typ am Anfang vor allem. Okay, führt in der Luft ein, hebt nach unten aus, um Ziele auf dem Boden anzugreifen. Sturzschieben, nehmen wir den doch einfach mal. Achso, das sind freie Flusskommandos, die nehme ich ja lieber raus. Gibt's noch irgendwas Neues? Kombo, bla bla bla. Feuerboost, cool. Attraktionsboost. Diese ganzen Attraktionsfähigkeiten, die möchte ich ja eh nicht benutzen, von daher braucht man die eigentlich nicht. Ja, hier mal einen Feuerboost rein. Teamangriffszeit, die können wir mal reinballern. Ausrüstung hatten wir sonst nichts Neues. Gehen wir da überall mal durch. Ich habe euch... Doch, den Pixel-Traumfänger habe ich euch schon gezeigt. Da ist alles gut. Aero haben wir jetzt bekommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo packen wir das denn rein? Da habe ich immer so ein extra Set hier unten noch, dass ich Aero auch immer zur Verfügung habe. Gott, da gibt es noch ganz viel. Ja, das mache ich dann mal offscreen alles. Dass wir dann gleich mal weiterkommen. Habe ich die eine Kiste da vorne schon aufgemacht? Ich glaube nicht, nein. Dann schauen wir doch mal. Nice! So, und da haben wir der Wald 1 von 2. Schon mal die erste Karte hier. Ist doch ein nice to have auf jeden Fall. Oh nein. Solange, Goofy, solange du nur das sagst. Ja, aber du musst es nicht jedes Mal sagen. Solange Donald sich zurückhält, ist ja alles in Butter. Oh, ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. So, ein bisschen Wasser. Oh ja, Wasser. Jawohl. Einfach mal alles. Bin ich auf Öffnen? Nicht auf Plasma Naut? Okay. Wie war das? Einfach eine Kiste aufmachen und man möchte nur eine Kiste aufmachen und stattdessen startet man eine 30 Sekunden lange Animation. Das sind so Sachen, die in Kingdom Hearts passieren. Zumindest im dritten Teil. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, es ist jetzt gerade der 26.3. Ist ja auch ist der Critical Mode ja auch nicht mehr so weit weg. Dem nähern wir uns sehr langsam. Bin mal gespannt, was sie da so alles ändern. Well, at least he got away safe, right? Huh? Hey, now Sora's gone too! This way, guys! It's a secret passage! Oh... How you doing? The name's Flynn Rider. How's your day going? Huh? Who else knows my location, Flynn Rider? All right, hang on, Blondie. Rapunzel. Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation gallivanting through the forest when I stumbled upon a... Oh? Oh, no, no. No, 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 no! Where is my satchel? I've hidden it. Somewhere you'll never find it. So,
What do you want with my hair? To cut it? Huh? Sell it? No! Wait, you don't want my hair? Why on earth would I want your hair? Look, I was being chased, I saw a tower, I climbed it, okay? End of story. Hmm? Okay, Lynn Rider. I'm prepared to offer you a deal. A deal? Look this way. Do you know what these are? You mean the lantern thing they do for the princess? Lanterns? I knew they weren't stars. Well, tomorrow evening, they will light the night sky with these lanterns. You will act as my guide. Take me to these lanterns and return me home safely. Then, and only then, will I return your satchel to you. That is my deal. Yeah, no can do. Unfortunately, the kingdom and I aren't exactly simpatico at the moment, so I won't be taking you anywhere. Something brought you here, Flynn Rider. Call it what you will, fate, destiny. So I have made the decision to trust you. A horrible decision, really. I am serious. Oh! Let me get this straight. I take you to see the lanterns, bring you back home, then you give me back my satchel? I promise. And when I promise something, I never, ever break that promise. Ever. Oh, what to do? I cannot let her find that tiara. Okay, just think. I need the satchel, and Blondie has it. There might be more monsters out there. I've got it! The three guys in the funny outfits. They look tough enough to come in handy. All right, fine. I'll take you. But on one condition. My three sidekicks come along. Look at that! A tower! Let's check it out! Ja, eine Sache, die ich glaube ich noch nicht erwähnt habe. Corona hält sich sehr, sehr genau an den Originalfilm und das macht diese Welt wirklich sehr, sehr gut. Und in dieser Welt kommt auch wirklich dieser Abenteuercharakter von Kingdom Hearts 3 so richtig gut zur Geltung. Weil für mich ist gerade Kingdom Hearts 3 vor allem... Mehr, die anderen Kingdom Hearts Spiele, finde ich, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist mehr so dieses Story-driven. Und bei Kingdom Hearts 3 ist es alles mehr so ein bisschen Richtung Abenteuer verlagert, gerade weil die Kingdom Hearts eigene Story ein bisschen ausgelagert ist. Also raus von den Disney-Welten. Was auch ein bisschen schade ist, aber dafür kommt gerade in Kingdom Hearts 3 so ein richtiger Adventure-Charakter raus. Und das merkt man gerade in dieser Welt sehr, sehr gut. Ja, und wir können jetzt auch immer unsere Schlüsselsperre ein bisschen verstärken, fällt mir gerade ein. Was wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnt haben? Ach ja, Damast haben wir noch keinen. Brauchen jetzt für alles Damast, ne? Ja. Zum Glück habe ich so viel Fluorid eingesammelt. Wir brauchen auch ein Foto von Rapunzels Turm. Habe ich den... So, den Hilfs-Sheriff, den müssen wir uns ja mal anschauen. Das neue Schlüsselschwert. Machen wir mal ein Foto von dem Turm, weil das wollen ja die Mogris haben. Okay. Perfekt. So, und dann packen wir auch gleich mal die Lack... Oder auch nicht. Egal. Hab nichts gesagt.
It's so soft. I'm free. I'm really free. Oh. Flynn! Good to see you in one piece. Huh? Guys! You're here and just in time. Oh, who's she? That would be Rapunzel. Something tells me this could be her first time outdoors. Give her a few minutes to get used to it. First time ever? I can't believe I did this! I can't believe I did this. I can't believe I did this! Mother would be so furious if she knew I disobeyed her and left the tower. But that's okay, I mean, what she doesn't know won't kill her. Right? No. Oh my gosh, this would kill her. This is so fun! I am a horrible daughter. I'm going back. I am never going back! I am a despicable human being. Best day ever! I notice you seem a little at war with yourself here. A little more than a little? More not a lot. Yeah. Stop right there! Who are you? Oh! I told you before, my sidekicks. Sidekicks? May I introduce... My name's Sora. And I'm Goofy. Pleasure, ma'am. Sora, Donald, and Goofy. It's nice to meet you, too. I'm Rapunzel. Yep, my sidekicks. Hey. Since when is that? Look, she really wants to see the lantern show tomorrow night. Now, I'm a nice guy, so I've decided to help her. Only problem is those monsters might show up again. I can get her to the kingdom, but you guys are clearly more cut out for combat. That's because we're heroes! Uh-huh. And we're heartless experts. Yeah, yeah! Just leave it to us. Done. Rapunzel is interested. Yeah, her heart's pulling her all kinds of ways. The outside world must seem so big and scary. I know how she feels. Lucky for me, you two came along at just the right time. And the rest has been unforgettable. Yep. Unforgettable. Just like your face. Come on, Mal. All for one and one for all. Okay, das ist echt mit einer der schönsten Cutscenes im ganzen Spiel. Unforgettable, just like your face. Ja, Donald, da hast du es gehört. Gut, dann würde ich jetzt aber mal an dieser Stelle sagen, das war's mit Kingdom Hearts 3 für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Auf der Endcard könnt ihr sehen, wo ihr abonnieren könnt. Und im nächsten Part, ja, machen wir uns dann mal auf den Weg ins Königreich. Also, bis dann, ciao.